Jetzt bald nähern wir uns auch dem Datum, wo ich meinen Geburtstag das zweite Mal feiere. Also ich feiere meinen Geburtstag immer zweimal im Jahr. Einmal am 13. April, wo ich offiziell im St. Clemens Krankenhaus innerhalb einer halben Stunde das Licht der Welt erblickt habe. Und halt einmal am 26. November, weil ich dort meine erste Testosteronspritze bekommen habe. Und das ist im Grunde für mich so eine Art Geburtstag. Wobei ich in der Nachbetrachtung auch sagen muss, mein Leben hat nochmal einen so viel Qualität, Mehrwert auch gewonnen, nachdem endlich diese dämlichen Brüste weg waren. Also da ist definitiv auch nochmal ein ganz gravierender Einschnitt. Aber ich würde definitiv meinen zweiten Geburtstag immer am 26. November feiern. Ich glaube, ich definiere mich gar nicht. Beziehungsweise gar nicht stimmt nicht. Ich definiere mich als Ben. Ich glaube, durch diese ganze Definitionssache habe ich mich selber auch nochmal furchtbar verunsichert. So, wie muss ein Mann sein? Damit habe ich mich ganz viel beschäftigt. Wie muss ich sein, damit ich wendig bin? Und irgendwann habe ich gedacht, was bist du eigentlich für ein Blödmann? Du, so wie du bist du wunderbar. Und so wie du bist du eine coole Sau. Und so wie du bist du männlich. Punkt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt einen extra breiten Gang haben oder mir die Schulter sonst wo hinstellen. Mumpitz. Ich stehe dazu, dass ich zum Beispiel total auf Disney-Filme stehe und ich höre gerne ABBA und ich gehe in Musicals. Ja und? Ich habe eine Freundin, ich bin nicht schwul und ich bin ein Mann. So what? Also, ich würde mich auch nicht als Transmann definieren. Ich bin ein Mann mit Lebensgeschichte. Also, manchmal vergesse ich das eigentlich auch. Und dann stelle ich so im Auto fest, ach ja, du bist ja ein Transmann. Du bist ja einer von der Gesellschaft nicht komplett akzeptierter Mensch. Wie witzig. Also, da ist jetzt nicht, wo ich mir dann täglich auch Gedanken über mein eigenes Bild oder meine Definition machen würde, weil das ist auf Dauer eh viel zu anstrengend. Ängste sind ein Thema, das einen bei so einem Prozess ständig begleitet. Nicht nur Ängste vor dem, was kommen wird, sondern auch Ängste vor dem, was zurzeit ist. Ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl, so darf ich das überhaupt? Ich meine, das ist natürlich schon eine große Einmischung auch einfach in die Natur, ja, um das einfach mal so zu formulieren. Ich bin jetzt nicht so der übergläubige Mensch, aber zwischenzeitlich habe ich dann gedacht, warum ich, obwohl das jetzt eigentlich auch mehr in die Zweifel geht als in die Ängste, aber ich habe mich dann vor meiner ersten OP auch hier mit meiner Pfarrerin unterhalten und die sagte mir halt, dass es vielleicht auch einfach meine Aufgabe sei, eine Horizonterweiterung mit den Menschen zu betreiben, ihnen zu zeigen, dass es mehr gibt als Männlein findet Weiblein, produzieren Kinderlein und wohnen im Reihenhaus. Und er ist Beamter und sie kümmert sich um den Haushalt. Mumpitz. Mir fällt dazu auch ein Beispiel ein. Ich habe für meine OP in München wollten die halt erst ein Blutbild von mir haben und so weiter, damit sie die Narkose auch richtig gut einstellen können und so. Dann war ich bei meinem Hausarzt und irgendwie habe ich in der Zeit irgendwie eine Bronchitis verarbeitet, was ich aber gar nicht mitbekommen habe, weil ich wohl so unter Stress stand, dass das einfach so drunter her gelaufen ist. Und dann war irgendwas mit dem Blutbild nicht in Ordnung. Mein Arzt rief mich an und sagte, irgendwas, also mit ihrem Blutbild stimmt was nicht, sie müssen sofort in die Praxis kommen. Und mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht und ich saß im Auto und dachte, das ist, weil du transsexuell bist. Das ist eine Krankheit, weil du also das ist ja eigentlich total Banane. Eigentlich dachte ich ja immer, ich bin richtig souverän mit mir und bin auch absolut gefestigt, was das angeht. Aber dass da zwischenzeitlich schon noch so Ängste kommen, so, darf ich das? Im Nachhinein habe ich auch wieder nur gedacht, was bist du eigentlich für ein Blödmann? Aber es war halt wie gesagt nur die Bronchitis, ich hatte irgendwie zu wenig weiße Blutkörperchen. Total lächerlich. Ich habe auch erst gedacht, ich habe AIDS. Aber naja. Und Ängste. Ich begebe mich ja im Grunde in einen Weg, wo ich nicht weiß, wie er enden wird. Werde ich dann glücklich sein? Oder glücklicher jetzt noch als jetzt? Wenn ich fertig bin? Das ist so ein bisschen wie so ein Hund, der hinter einem Auto herrennt. Warum dieser Hund dem Auto hinterher rennt, weiß er ja gar nicht. Und irgendwann, weiß ich nicht, hält das Auto mal an einer roten Ampel und der Hund holt dieses Auto ein und stellt fest, es ist doch nur Blech mit vier Rädern. Dass das große Denken, diese Wünsche, die man sich da überall reinprojiziert hat,
dass die überhaupt nicht realistisch sind, sondern einfach nur eine Utopie. Etwas, was man im Grunde so, alles, was in meinem Leben schief läuft, kann ich ja darauf schieben, so, wenn ich dann fertig bin, dann wird das eh besser. Aber mittlerweile weiß ich, oder das nicht stimmt, es gibt auch Dinge, für die bin ich einfach selber verantwortlich. Aber ich glaube, da ist die Angst, so niemals anzukommen. Immer auf der Reise zu sein. Und ich glaube, ich habe auch die Angst, immer ein Transmann zu bleiben. Nie ein kompletter Mann zu werden, sondern ein Transmann zu bleiben. Dass auch die Außenwelt mich immer als Transmann identifizieren wird. Obwohl ich diese Angst größtenteils auch abgelegt habe. Allein gerade durch mein Studium, wo die Kommilitonen das von mir nicht wissen, die würden, glaube ich, auch auf die Idee niemals kommen. Und ich habe auch beschlossen, wenn ich da tatsächlich die zweite OP mache, wo ich mir den Arm verstümmeln lasse, zu sagen, jetzt ich hatte einen Motorradunfall. Das habe ich mir schon zurechtgelegt. Will ich natürlich Fragen melden. Ich neige zu einer riesen extremen Narbenbilde. Ich sage immer, mein Körper sperrt die Baustelle weiträumig ab. Das wäre ein Motorradunfall. Wenn ich zum Thema Glauben auch bei Schlaueinsätzen gefragt werde, dann antworte ich immer, mit Gott habe ich kein Problem, nur mit seinem Bodenpersonal. Oder mit den meisten. Die katholische Kirche kann mich mal. Aber ansonsten, ich bin in meiner Kirchengemeinde absolut gesettelt. Die meisten wissen es auch. Ich glaube, es stört sie auch nicht. Es ist zumindest noch nie bei mir angekommen, dass sie stört. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, ob es exakt daran liegt, ob es eine Kirchengemeinde ist. Es könnte wahrscheinlich auch ein Kegelclub sein. Aber es geht, glaube ich, dabei auch viel mehr um die Gemeinschaft. Und ich finde, die erlebt man in einer Kirchengemeinde noch mal viel intensiver als irgendwo anders. Und ich mag, glaube ich, auch die Vorstellung, dass da jemand ist, der auf mich Acht gibt. Und es passieren einfach Dinge in meinem Leben, wo ich mir denke, irgendwas zwischen Himmel und Erde wird da sein, was ich mir nicht erklären kann. Und ich zitiere da jetzt mal Lady Gaga, auch wenn die da an einer vollkommen falschen Stelle jetzt wahrscheinlich ist. Gott hat dich perfekt gemacht, weil Gott keinen Fehler macht. Das finde ich eigentlich einen ganz präsenten Satz. Das heißt ja im Grunde auch, darüber habe ich ja noch nie Gedanken gemacht. Wenn Menschen sagen, du darfst so nicht sein, gehen sie ja davon aus, dass Gott einen Fehler gemacht hat mit mir oder die Natur. Das heißt, sie stellen sich über Gott. Das funktioniert nicht. Ja, ich glaube gerne. Ich bin ein herausragender Protestant. Ich protestiere gerne, nein, aber doch, ich glaube schon, dass Glaube auch einen Teil in meinem Leben einnimmt, obwohl ich nicht in die Kirche gehe. Wie sieht meine Zukunft aus? Ich habe zu Hause keine Glaskugel, also ich finde die Frage schwierig. Ich würde gerne mit meinem Studium fertig werden. Ich würde gerne in das Vertiefungsfach Network gehen. Ich möchte mich also mit Netzwerkinformatik auseinandersetzen. Würde gerne auch ebenfalls als Unternehmer fungieren. Ich glaube nämlich, mich irgendwo, also irgendwo angestellt zu arbeiten, das ist nicht so meins. Würde halt gerne also irgendwo eine IT-Firma aufmachen oder aufbauen vielmehr. Ja, das würde mir gefallen. Ich würde gerne mit einer Frau weiterhin zusammen wohnen. Vielleicht auch irgendwann heiraten. Ich mag auch Kinder. Ja, ich glaube, dass ich trotzdem auch irgendwo so das Klischeebild von Haushund und Kegel habe. aber sonst, ich finde das schwierig. Wohin geht's? Also, was wird meine Zukunft? Das ist eine furchtbar schwierige Frage, weil ich habe noch mal keine Glaskugel. Sie wird gut. Meine Zukunft wird gut. So, festgelegt.